Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch ein bisschen Mut zusprechen in so einer Zeit wie jetzt. Die Bibel sagt, dass in der letzten Zeit Gott einen Geist des Irrwahns ausgießen wird. Und dieser Irrwahn alle die betreffen wird, die die Liebe zur Wahrheit nicht gehabt haben, sondern Freude hatten an der Lüge und an der Ungerechtigkeit und irgendwann geht es nicht mehr anders, als dass man der Lüge auch glaubt. Ja? 2. Thessalonicher 2, Vers 11 steht, darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Diese Lüge, die nimmt mehr und mehr Raum ein im Moment. Ja? Wir sehen auch, dass diese Lüge versucht, die Wahrheit unten zu halten und nicht rauskommen zu lassen. Das wird mehr und mehr werden, je länger und je weiter wir in diese Endzeit auch kommen. Und wir müssen uns eigentlich darauf einstellen, dass das, was wir zum Schluss erleben werden, vollkommen absurd wird und wir in eine Situation, in eine Zeit reinkommen, wo es keine andere Zuflucht mehr gibt als die Bibel, als die Heilige Schrift, als der Glaube an Jesus Christus. Das, was wir hier erlebt haben, ist ja alles noch nicht ganz so schlimm, wie man das vielleicht hätte erwarten sollen oder wie es vielleicht auch noch kommt. Aber wir werden früher oder später an so einen Zeitpunkt kommen, wo den meisten Menschen auch die ganze Sache einfach zu viel wird und wo sie diese ganze Nachrichtenflut nicht mehr verarbeiten können. Ja? Deswegen ist es auch manchmal gut, man nimmt sich ein bisschen eine Auszeit von diesen ganzen irrsinnigen Meldungen, die man da so hört. Und manchmal ist es ganz gut, man nimmt die Bibel zur Hand. Kleiner Tipp, wenn ihr die Bibel nehmt und schlagt die genau in der Mitte auf, kommt dann die Psalmen. Ja? Und die Psalmen sind das Gesangbuch Gottes. Das ist ganz gut, sich da mal einzulesen und da mal reinzuschauen, weil das so ein bisschen auch die Seele entspannt. Wenn mich Geschäftsfreunde anrufen, von früher, dann sage ich denen immer, ihr müsst die Bibel aufmachen, ihr müsst die Bibel lesen. Lest einen Psalm, das ist gut für die Seele, gut für so eine gewisse Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit, weil wir Gottes Wort brauchen. Zum Schluss bleibt nur die Bibel übrig. Ja? Das ist das Einzige, was übrig bleibt in diesem ganzen Irrwahn, den wir haben. Und selbst daran festzuhalten, wird sehr schwer werden. Ich glaube, wir kriegen schwierige Zeiten. Ich glaube nicht, dass die Entrückung, auf die ja viele täglich hoffen, dass die so schnell kommt. Ich glaube, und ich glaube, man kann das auch in der Bibel sehen, dass die Entrückung spät ist und dass die Bibelstellen, die immer transportiert werden oder bemüht werden, um eine frühe Entrückung zu erklären, nicht stichhaltig sind, weil die von einem anderen Zeitpunkt bzw. von ganz anderen Inhalten sprechen. Ja, man legt da die Entrückung oftmals rein, aber die Entrückung ist gerade 2. Thessalonicher 2, in den Versen, die man da so zitiert, regelmäßig, um eine frühe Entrückung zu begründen, gar nicht enthalten. Ja? Das ist Inhalt auch in meinen Videos, dass man da ein bisschen drüber aufklärt. Weil die Entrückung spät ist, gegen Ende der 70. Jahrwoche, für die, die sich da ein bisschen auskennen mit, deswegen ist gut, wir wappnen uns mit Geduld und mit Ausharren, festhalten. Ich sage das besonders an die, die glauben an Jesus Christus, weil die Hoffnung haben. Die anderen, die nicht glauben, haben keine Hoffnung, hatten noch nie eine Hoffnung und werden auch nie eine haben. Ja? Aber die an Jesus Christus glauben, die haben Gottes Wort und das ist ihre Zuflucht. Ja? Das ist ein Licht auf unserem Wege und gibt uns Zuflucht und Zuversicht. Ja? In den großen Nöten, die uns getroffen haben und die uns noch treffen werden, da wird noch mehr kommen. Ja? Und lasst euch nicht durcheinander machen von denen, die sagen, die Entrückung könnte jederzeit kommen. Der Entrückung gehen Ereignisse voraus, müssen Ereignisse vorausgehen. Zum Beispiel, dass Israel auseinanderbricht und dass Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ja? Nicht ganz Israel, sondern nur die Stadt Jerusalem. Das sind Dinge, die müssen der Entrückung vorausgehen. Warum? Wenn Israel wiedergeboren wird, dann werden alle Menschen, die, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, werden alle Menschen, die dann in Jerusalem sind, an Jesus Christus glauben, dann werden die, sind die natürlich auch wiedergeboren, dann gehört jetzt auch zur Leibesgemeinde, also werden die auch mit entrückt. Das bedeutet aber, dass zumindest bis zum Zeitpunkt der Wiedergeburt Jerusalems keine Entrückung gewesen sein kann. Und
dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der läutet die 70. Jahrwoche ein. Und dann muss man die Bibel ein bisschen weiter verfolgen, um das genau sehen zu können. Aber die Entrückung, sagt Paulus, ist ein großes Geheimnis. Und es ist nicht klug, wenn wir uns einbilden, dieses Geheimnis schon längst gelüftet zu haben und in der Tasche zu haben. Die Entrückung ist immer noch ein Geheimnis und für viele bleibt sie das auch. Ja? Lasst euch nicht durcheinander machen in eurem Sinn durch Leute, die sagen, die Entrückung wäre schnell und früh und könnte jederzeit geschehen. Das ist nicht so. Ja? Die Entrückung der Gemeinde Jesu ist etwas sehr Großes, denn ihr müsst euch vorstellen, dass da ja alle Gräber aufgehen weltweit. Also in jedem Land in Israel natürlich, weil da hat die Gemeinde Jesu begonnen. In Syrien, in Jordanien, im Irak, im Iran, in China, in Amerika, in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, überall da, wo Menschen an Jesus geglaubt haben. Auf der ganzen Welt werden die Gräber geöffnet werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß das ist? Dieses Ereignis ist so groß, dass wir die ganze Welt erschüttern, in ihren Grundfesten erschüttern. Dann werden die, die gestorben sind, auferstehen. Und wir, die wir übrig bleiben, sagt Paulus, die dann zu dem Zeitpunkt noch leben, werden zugleich mit ihnen hingerückt in die Wolken. Und wir werden in einem Augenblick verwandelt werden. Ja, diese Verwandlung geschieht in einem Wimpernschlag. Aber die Entrückung ist ein Prozess. Und das werden alle sehen, dass wir die ganze ungläubige Welt sehen, die an Jesus nicht geglaubt hat, die wird diese Entrückung sehen. Das wird so ein erschütterndes Ereignis sein, wie kein zweites in der Weltgeschichte gewesen ist. Das wird das erschütterndste Ereignis der Weltgeschichte sein. Und dieses Ereignis ist nicht plötzlich in einem Nu, also dass wir plötzlich weg wären, sondern das wird so sein, dass die Gräber aufgehen überall und die Menschen hinauf in Wolken aufgerückt werden. Und in der Offenbarung steht, in Offenbarung 11, es sahen sie ihre Feinde, wie sie hinaufgerückt wurden in den Himmel, ja, in Wolken. Dieses Ereignis ist spät. Es ist sehr spät. Warum ist das spät? Weil die Gemeinde Jesu zum Leiden berufen ist. Warum ist denn die Gemeinde Jesu zum Leiden berufen? Naja, weil ihr Herr gelitten hat. Wenn aber ihr Herr gelitten hat, dann ist ja nicht weniger als billig, dass wir auch leiden, um des Evangeliums willen. Ja? Und dasselbe, was Jesus passiert ist, ist auch vielen Christen passiert. Die haben ihr Leben verloren für das Evangelium und für den Glauben. Ich habe das schon oft gesagt, aber die westliche Christenheit ist so verweltlicht und so verweichlicht, dass sie glaubt, vor jedem kleinen Piekser entrückt werden zu müssen. Das spricht ja den Geschwistern, die in Russland oder in China oder in Nordkorea ihr Leben gelassen haben oder in der Frühzeit des Christentums auch in Rom, in den Amphitheatern, Hohn ohne Ende. Ja, als ob die verweichlichte westliche Christenheit, die in allem Luxus lebt und lebt wie die Welt, als ob die in einem Augenblick vor jedem kleinen Missgeschick entrückt werden würde. Das ist nicht nüchtern. Das ist Schwärmerei. Ja? Und deswegen bitte ich euch da einfach, eure Seelen in Geduld zu fassen, wie der Petrus sagt, und durchzustehen und hinzustehen und Mann zu sein, Frau zu sein, stark zu sein in Christus. Seid männlich und seid stark, sagt Paulus im Epheserbrief. Ja? Sind die Frauen auch mit einbezogen. Wappnet eure Seelen mit Geduld. Das ist das, was die Schrift sagt. Und das sage ich euch auch. Die Zeiten werden noch verrückter, die werden noch schlimmer, die werden auch noch angsteinflößender. Aber in Jesus Christus sind wir auf der richtigen Seite. Das heißt nicht, dass unser Leben mit 70, 80, 90 Jahren enden würde. Ja, es kann auch sein, dass man das Leben verliert für den Glauben. Aber wir haben ewiges Leben. Daran sollten wir mal denken. Jesus ist nicht gestorben dafür, dass unser irdisches Leben problemlos verläuft. Dafür nicht. Dafür nicht. Wappnet eure Seelen mit Geduld. Lest die Schrift. Nehmt euch Zeit für die Bibel. Nehmt euch Zeit für geistliche Dinge. Erfrischt euch in Gottes Wort. Ja? Und dann gehen wir den Weg Tag für Tag, Day by Day, wie die Amerikaner sagen. Und leben unser Leben in der Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Aber dieses Wiederkommen in Wolken für seine Gemeinde und die dann erfolgende Entrückung,
die wird spät sein in der 70. Jahrwoche, die wird kurz vor Ende der 70. Jahrwoche erst sein. So schlimm und so unbiblisch und so unglaublich, dass es sich für euch auch anhört. Das Problem ist, dass die Christen in der evangelikalen Welt jahrzehntelang auf eine Vorentrückung eingeschworen worden sind und dass alle, die das anders sehen, mehr oder weniger als Irrlehrer abgetan worden sind. Ja? Und jetzt kommen so Zeiten wie jetzt, erst mit dem Piekser und jetzt mit irgendwelchen Auseinandersetzungen im mittleren östlichen Gebiet von Deutschland, und schon meint man, die Entrückung müsste sofort kommen. Ja? Das ist Schwärmerei, das ist unnüchtern. Paulus sagt im Thessalonicher, seid nüchtern, im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5. Ja? Denn die betrunken sind, die sind des Nachts trunken, die haben kein Licht. Aber wir sind des Tages. Warum? Weil wir Licht haben. Warum haben wir Licht? Weil wir wissen davon, dass Israel erst auseinanderbrechen wird, dass Jerusalem politisch isoliert wird, dass Jerusalem angegriffen werden wird und dass in dieser Belagerung Jerusalem zu glauben an Jesus Christus kommt und damit wiedergeboren werden wird. Und dann wird der Antichrist offenbar werden. Und die 7 Jahre der Trübsal, die gehen wir fast bis zum Schluss mit. Ja, darauf müssen wir uns einstellen. Und es ist gut, wenn wir nüchtern sind in den Dingen und nicht so schwärmerisch, als ob die Entrückung direkt kommen könnte. Alle werden euch sagen, ja, die Entrückung kommt jetzt und kommt jetzt bald. Letztes Jahr war auch jemand, der hat gesagt, die Entrückung wäre auf jeden Fall bis zum 31.12.2021, und die Entrückung kam nicht. Ja, dann hat er seine Zuhörer darauf eingeschworen und hat ihnen alle möglichen süßen Sachen versprochen, da wegen der Entrückung. Und jetzt wäre absolut die letzte Zeit. Ja, und sie sind ihm alle nachgefolgt. Und die Entrückung ist nicht gekommen. Warum nicht? Weil Israel noch nicht auseinandergebrochen ist und weil Jerusalem noch nicht wiedergeboren wurde. Ja, weil dem Mann einfach Licht fehlt. Ich habe ihm dann geschrieben, dann hat er kurz vor dem 31. dann so ein 3-minütiges Entschuldigungsvideo geschrieben und meinte dann, gut, die Entrückung ist dann doch nicht. Ja? Der spielt also so mit dem Atombombenknopf und sagt, die Entrückung kommt jetzt jederzeit. Verkauft eure Häuser, verkauft eure Bausparverträge, löst eure Lebensversicherungen auf. Die Entrückung kommt jetzt jederzeit, ja? In den nächsten Tagen. Und kurz vorher sagt er, ach nee, ich habe mich da doch geirrt. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, was man der Bibel folgen muss. Und die ihm nachgefolgt sind, die haben das alles toleriert. Die fanden das toll, dass er sich entschuldigt hat. Das geht nicht. Das geht nicht. Wer sowas sagt, hat nicht Gottes Geist und ist auch nicht befugt, aus der Bibel was zu sagen. Das ist ein Irrlehrer. Solchen Leuten folgt man nicht. Und wenn die sich dann mit 3-Minuten-Videos entschuldigen, das geht überhaupt nicht, wenn der über Tage und Wochen hinweg seine Nachfolgerschaft da in dieser Naherwartung hält und meint, denen sagen zu müssen, die Entrückung wäre jetzt jederzeit. Ja, aber die fanden das alles toll. Da habe ich gesagt, gut, dann macht doch einfach weiter. Ja? Lauft den Leuten nach denen euch die Ohren jücken. Wir bleiben am Wort. Wir bleiben nüchtern. Und wir bleiben, ich hätte fast gesagt, mit den Beinen auf dem Boden. Ja? In geistlicher Hinsicht sind wir natürlich nach oben getrachtet. Ja? Aber wir bleiben nüchtern und wir bleiben mit den Beinen auf dem Boden. Wir bleiben auf dem Boden der Heiligen Schrift. Und wir halten uns an das, was geschrieben ist. Und wir freuen uns über das, was die Bibel uns offenbart. Und wir wissen, dass Jesus Christus kommt. Und wir wappnen unseren Sinn. Mit Geduld. Ja. Dazu wünsche ich euch viel Kraft. Gottes Segen euch, alles Gute. Haltet zusammen, sucht euch Leute, die eures Sinnes sind, und die euch schaden, die meidet. Es hat keinen Zweck. Ihr könnt ihr ohnehin nicht überzeugen. Wer es jetzt nicht verstanden hat, versteht es auch nicht mehr. Sucht euch Leute, wo ihr Gemeinschaft haben könnt mit. Und Leute, die euch auch zur Erfrischung sein können und denen ihr zur Erfrischung sein könnt. Mit Gottes Wort, mit Jesus Christus, mit dem Glauben, den Gott uns schenkt. Ja. Danke euch, alles Gute, Gottes Segen und bis bald.